Die Mission von Fastnet besteht darin, Freiheit für die Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos zu schaffen und den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Das Ziel sei es, ein europäisches Netzwerk von 1000 Schnellladestationen an erstklassigen Standorten, wo alle Elektroautos mit Strom aus Sonne und Wind aufgeladen werden können, entstehen zu lassen. Dabei sind die Fastnet-Ladesäulen stets überdacht und somit sind die Elektromobilisten stets vor Wind und Wetter geschützt und wir haben uns in Hilden am beliebten Seat-and-Greet-Ladepark am Kreuz Hilden mit Linda Boll von Fastnet zu einem kurzen Interview getroffen und damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Frau Boll, stellen Sie sich doch selber mal am besten kurz vor. Mein Name ist Linda Boll. Ich leite bei Fastnet hier in Deutschland den Bereich Public Affairs. Das hat alles mit Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne zu tun, aber auch die politischen Beziehungen für Fastnet leite ich dann auch. Unsere Zuschauer interessiert natürlich vor allem der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Wie ist denn da die Planung bei Fastnet? Ja, der Status quo ist ganz aktuell, haben wir noch diese Woche 4 neue Ladestationen in Frankreich eröffnet. Also wir sind jetzt bei knapp 175 Ladestationen in unserem gesamten Netzwerk. Das erstreckt sich damit dann auch auf 6 europäische Länder, Niederlande, Belgien, Schweiz, Deutschland, Frankreich und England. Und in Deutschland haben wir derzeit 29 Stationen, aber werden auch noch für Ende des Jahres noch ein paar neue dazu eröffnen. Einen kurzen Ausblick auf das, was in Bochum entstehen soll, haben wir euch schon gegeben. Aber wird der Zustand in Deutschland denn auch irgendwann so paradiesisch sein wie in den Niederlanden? Da würden wir gerne hinkommen, das muss man sagen. Also man muss sagen, in den Niederlanden wurde seit 2012 Wert auf einen flächendeckenden Ausbau von Schnellladeinfrastruktur gelegt, auch seitens der Regierung. Da sind wir in Deutschland, hinken wir da ein bisschen hinterher, aber wir sind ja dabei, auch nachzulegen. Und wir würden sehr gerne so ein flächendeckendes Netzwerk wie in den Niederlanden aufbauen hier. Gibt es aktuell in Deutschland regionale Schwerpunkte? Wenn man sich unser Ladenetz anschaut, dann sind wir quasi so entlang des Rheines und Richtung Bayern sehr gut vertreten. Wir haben aber natürlich auch Stationen in der Nähe von Berlin und auf dem Weg zur Ostsee. Also wir sind da geografisch eigentlich für alles offen. Also unser Ziel ist es wirklich, ein flächendeckendes Netzwerk auch aufzubauen. Aber da gibt es schon noch ein paar Flecken, wo wir auch gerne mehr hätten. Welche Anforderungen werden an einen geeigneten Ladestandort gestellt seitens Fastnet? Ja. Also viele Ihrer Zuhörer und Zuschauer, die kennen ja wahrscheinlich die typische Fastnet-Station. Wir sind nicht diejenigen, die einfach auf dem Parkplatz eine Säule hinstellen werden. Also solche Anfragen bekommen wir teilweise auch, aber die lehnen wir dann ab. Also uns geht es wirklich darum, dass wir Stationen aufbauen, die weithin sichtbar sind und die natürlich auch die praktisch gelegen sind. Also und praktisch gelegen zum einen für uns, weil da viele Autos vorbeikommen, aber auch für den Kunden und die Kundin. Also es soll halt Spaß machen, zu einer Fastnet-Station zu fahren und es soll sich dann auch vor Ort praktisch und positiv gestalten, dass man sich da aufhält. Und wir bauen immer Stationen, an denen wir so mindestens 4 Ladepunkte aufbauen könnten. Das sind dann je nach Ausbau dann wahrscheinlich 2 und gerne mehr Säulen. Das heißt, die Flächen müssen dementsprechend auch groß sein. Also wir sagen immer so alles ab 800 Quadratmeter, da können wir anfangen mal drüber zu sprechen und eigentlich nach oben offen. Also wir sind da relativ offen und wollen auch gerne neue Konzepte immer wieder ausprobieren. Also wir schätzen vor allem, dass bei jeder Fastnet-Station ein Dach vorhanden ist. Was ist denn noch wichtig? Ja, im Idealfall soll sich die Station natürlich in das Vorhandene auch ein bisschen einfügen. Ne? Also das Dach ist für uns total wichtig, eben um diese Sichtbarkeit zu generieren, aber auch damit man nicht im Regen steht, wie so oft. Wir hätten heute sonst auch ein Problem, wenn wir hier kein Dach hätten. Aber es hilft natürlich uns auch, die Station zu beleuchten. Also man soll sich sicher fühlen, man soll nicht das Gefühl haben, man steht hinten auf der letzten Ecke auf dem Parkplatz neben dem Glascontainer und jeden Moment wird mir die Tasche geklaut. Also für mich als Frau auch ziemlich wichtig, dass ich mich dann auch wohlfühle bei diesem Ladevorgang. Man steht ja nun mal 10, 15 Minuten da oder 30, je nach Batterie und je nach Auto. Und darum suchen wir dann auch Standorte, an denen sich diese 30 Minuten relativ schlau dann auch verbringen lassen können. Also hier in Hilden haben wir mit Irbecker Schüren zusammengearbeitet und hier gibt es natürlich dieses tolle Café, in dem man sich dann einen Kaffee holen kann und die Brötchen für den Samstagmorgen. An anderen Standorten arbeiten wir mit anderen Gastronomen zusammen, die dann da in der Nähe sind oder eben auch an Supermarktparkplätzen. Da haben wir auch eine Partnerschaft mit Rewe schon abgeschlossen. Aber klar, es geht darum, dass diese Aufenthaltsdauer so gut wie möglich gestaltet wird. Und das sieht aber auch dann überall ein bisschen anders aus, muss man sagen. Ein relativ neues Feature ist AutoCharge. Wie muss man sich diese Funktion vorstellen?
Ganz einfach gesagt ist Auto-Charge eine Funktion, die es ermöglicht, dass man mit dem Auto an die Säule fährt, die Säule mit dem Auto verbindet und der Ladevorgang startet ganz automatisch. Das ist eigentlich Auto-Charge aus Sicht des Kunden. Beim ersten Anfahren an die Säule, bei der ersten Nutzung von Auto-Charge oder von Fastnet generell, registriert man sein Auto mit der App und hinterlegt da die Daten. Das funktioniert über eine MAC-Adresse, ist wie beim Handy und Computer, die haben auch alle MAC-Adressen, MAC hat man vielleicht schon mal gehört. Und die wird dann bei uns im System registriert und mit einem bestimmten Zahlungsmittel verbunden. Und das wird hinterlegt. Dieses Zahlungsmittel kann man auch jederzeit ändern in der App, wenn man das möchte. Aber das Komfort-Feature, wie du es gerade sagtest, das ist das Schöne, ist, dass dieser Ladevorgang auf Dauer einfach sehr viel auch verkürzt wird. Man hat nicht das Gefühl, man muss jetzt noch 10 verschiedene Karten davor halten oder mit der App hantieren. Man ist einmal registriert, man verbindet das Auto mit der Säule und der Ladevorgang startet von automatisch. Sprechen wir über das liebe Geld. Bei Fastnet gibt es auch verschiedene Preismodelle. Wie gestalten die sich aktuell? Ja, wir haben vor ein paar Wochen unsere Preise erhöhen müssen, leider. Bei uns konnte man jahrelang, um die 5 Jahre lang, glaube ich, zum gleichen Preis von 59 Cent pro Kilowattstunde laden, als Ad-Hoc-Lader. Wir haben zusätzlich noch das Modell der Gold-Mitgliedschaft. Da hat man dann 35 Cent bezahlt für 12 Euro. Jetzt haben sich in den letzten Wochen, und das haben vielleicht auch einige mitbekommen, die Strompreise extrem erhöht. Also da gab es nicht vorhersehbare Entwicklung an den Strombörsen, auch bedingt durch, naja, die Gasknappheit und all diese ganzen anderen Sachen, die man so mitbekommt. Leider hat das auch einen riesen Einfluss auf die Strompreise. Und deswegen sahen wir uns da gezwungen, dann die Preise auch zu erhöhen von 59 eben auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Das bringt uns jetzt eigentlich ins gute Mittelfeld zwischen den anderen Anbietern in Deutschland. Man hat aber weiterhin auch die Möglichkeit, als Goldmitgliedschaftler da einen besseren Deal zu machen, wenn es sich dann für einen lohnt, wenn man öfter bei Fastnet laden möchte. Und das sind dann weiterhin 12 Euro, dann aber 45 Cent die Kilowattstunde auch. Und wie steht man als Anbieter zu der sogenannten schwimmenden Obergrenze des BMVI von 44 Cent pro Kilowattstunde? Ja, allein, wie ich gerade sagte, schon die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Strompreise extrem volatil sind und dass ich da in ganz kurzer Zeit ganz viel tun kann. Und teilweise haben wir da Steigerungen von 200-300% an den Strombörsen gesehen. Und deswegen tun wir uns da sehr schwer mit, wenn wir jetzt denken, 2021 diskutieren wir eine Preisobergrenze, die ab 2023 dann nochmal 8 Jahre lang mindestens gelten soll und die sich klar anpassen wird mit der Zeit, aber wir glauben nicht, dass das ein guter Weg ist, um wirklich Wettbewerb bei der Ladeinfrastruktur zu fördern. Das muss man ganz klar sagen. Und das glauben nicht nur wir, das glauben auch viele andere Mitbewerber und auch andere Beobachter des Marktes. Deswegen hoffen wir, dass sich da noch was tut an dem Denken. Es gibt aktuell ja auch noch 2 Anbieter von Ladeflatrates, auch wenn der eine gerade die Viellader rauskegelt. Ist das ein rechenbares Modell für Fastnet? Wir gehen eher in eine andere Richtung. Also wir würden eher gerne auf diese Dynamik dieser Strompreise reagieren und wirklich sagen können, wir wollen gerne an unseren Säulen den tagesaktuellen, also einen Preis anbieten, der den tagesaktuellen Strompreis oder den aktuellen Strompreis auch darstellen kann. Also wir gehen eher weg vom Flatrate-Denken hin zum dynamischen Pricing, so dass man auch sagen kann, morgens um 7 ist nicht viel los, aber die Sonne scheint, es gibt viel Strom im Netz. Kommen Sie laden und es wird ein bisschen günstiger, als es sonst ist. Also das ist eher die Zukunft, die wir uns vorstellen, anders als das Flatrate-Laden. Das macht es aber auch nicht einfacher, aber reizvoller, oder? Ja, genau. Also es ist ja eigentlich wie bei der Tankstelle. Da verändert sich ja der Preis auch morgens bis abends und am Wochenende ist es eventuell günstiger oder teurer. Also das ist eigentlich so dieses, ja, naja, weniger regulierte, als wirklich den Markt den Preis entscheiden lassen und dann auch der Kunde dementsprechend auch seine Ladeentscheidung dann auch treffen kann. Für Fahrer, die mit einem Anhänger fahren, ist Fastnet auch besonders attraktiv. Woran liegt das? Ja, das liegt daran, dass wir bei unseren Stationen darauf achten, dass wir so, wo es geht und wo es sich anbietet, vor allem an sehr viel frequentierten Standorten ein Durchfahrtskonzept anbieten. Also, dass man wirklich sagt, du fährst auf der einen Seite ran an die Station und an der anderen Seite wieder raus. Das machen wir aus verschiedenen Gründen, unter anderem, um auch längeren Autos mit Gespann etc. das zu ermöglichen, ohne viel zu rangieren, bei uns laden zu können, aber auch aus Gründen der Verkehrssicherheit, weil vor allem, wenn man überlegt an Autobahnstandorten, wo mit 130, 140 km/h an der Autobahn vorbeigefahren wird und an der Seite dazu wird dann geladen, da wollen wir es wirklich vermeiden, dass da ein- und ausrangiert wird, weil es einfach
total unsicher wird. Und deswegen setzen wir sehr stark auf das Durchfallskonzept, weil wir auch glauben, dass es die ganze Geschichte ein bisschen einfacher macht, wenn wir dann mal hunderte von Autos haben, die dann im Laufe des Tages laden wollen. Zum Abschluss noch unser beliebter Blick in die Glaskugel. Wo sehen Sie Fastnet im Jahre 2025 oder 2030? 2025, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also wir sind natürlich auf dem Weg, unsere Mission zu erfüllen und unsere Vision zu erfüllen, dass wir ein Netzwerk von 1000 Schnellladestandorten in ganz Europa haben wollen. Mit den knapp 180 sind wir auf einem guten Weg dahin, aber wir merken auch, dass es jedes Jahr mehr werden und es wird auch jedes Jahr schneller, der Ausbau. Also von daher denke ich, dass wir 2025 dem Ziel auf jeden Fall einen guten Schritt näher gekommen sind. Ich hoffe auch, dass wir dann in Deutschland mehr und mehr Punkte auch auf der Landkarte haben und dass vor allem, was mir wichtig ist, dass wir bei all der Expansion und bei der Quantität, die wir bauen, auch die Qualität nicht auf der Strecke bleibt. Also wir wollen weiterhin den besten Kundenservice anbieten. Wir wollen weiterhin sicherstellen, dass das Laden für jeden auf eine ganz einfache Art und Weise funktioniert. Und das wäre also für mich das Allerwichtigste auch. Vielen Dank an Frau Linda Boll von Fastnet Deutschland. Und wir sind heute wieder etwas schlauer geworden. Welche offenen Fragen hättet ihr noch gestellt? Schreibt uns diese doch gerne in die Kommentare. Ein schriftliches Interview und viele weitere Informationen findet ihr übrigens auch in der Electric Drive Ausgabe 6 2021. Das war Electric Drive. Zum nächsten Mal.